Es war einmal ein wunderschönes Land an der Grenze von Süd- zu Zentralasien, um das sich die Menschen unerbittlich stritten. Ein Land, in das die Truppen der größten Weltreiche einmarschierten und wo sich Kriegsherren im Kampf um die Herrschaft gegenseitig umbrachten. Seine Berge und Wüsten sind rot gefärbt vom Blut der Krieger. In einem Jahrhundert wurden 12 Könige ermordet oder vom Thron gestoßen. Es heißt, der Letzte, ein gläubiger Kalif, sei der größte Tyrann von allen gewesen. Er habe jeden einsperren oder töten lassen, der sich nicht seinem Joch unterwarf. Untreue Ehefrauen seien gesteinigt worden. Man erzählt gar, er habe Mädchen die lackierten Fingernägel herausreißen lassen. Religiöser Fanatismus nahm dem Land die Luft zum Atmen. Doch als dieser Krieg die Hauptstadt der neuen Welt im Mark traf, überrollte eine Armee weißer Männer das Land, befreite das Volk und bekämpfte die religiösen Fanatiker. Mullah Omar, ihr geheimnisumwitterter Anführer, verschwand. Eines Tages machten sich 3 Frauen, auch sie aus dem Westen, auf die Suche nach ihm, entschlossen, das Geheimnis dieses Mannes mit dem Herzen aus Stein zu lüften. Heute trifft man nur wenige Afghanen, die Mullah Omar persönlich gekannt haben. Viele wurden im Gefecht erschossen, andere siechen hinter Gittern dahin oder kämpfen weiter gegen die Soldaten aus dem Westen. In Kabul, der afghanischen Hauptstadt, hat eine Handvoll ehemaliger Mitglieder des Taliban-Regimes überlebt. Sie halten sich bedeckt. Es sei denn, man spricht die magischen Worte Mullah Omar. Wir müssen Ihnen das Mikro anstecken. Nur zu, ich kenne das. Mullah Mohammed Omar wollte nicht die Macht übernehmen. Er wollte im Land Frieden schaffen, islamisches Recht einführen und alles Böse vertreiben. Er hat sich die Ratschläge anderer aufmerksam angehört. Dann hat er sich die Zeit genommen, darüber nachzudenken, um die besten Entscheidungen für das Land zu treffen. Und diese Entscheidungen wollte er auch durchführen. Mullah Omar, ein Weiser? Seinen Namen habe ich so oft gehört, gelesen und geschrieben und weiß doch nichts über ihn. Wie absurd. Seit Jahren schon bereisen wir Afghanistan. Leslie hinter ihrer Kamera, Bette, die seit 2 Jahren an einer Biografie über Mullah Omar arbeitet, und ich. Jetzt haben wir uns vorgenommen, in seine Welt einzutauchen, bis in die gefährlichsten Regionen Afghanistans. Doch dafür müssen wir in Kauf nehmen, uns manchmal auch in Gefahr zu begeben. Sie haben beschlossen, sich zu verschleiern wie die Afghaninnen. Ich heiße Wakil Ahmad Mutawakil und komme aus Kandahar.
Hier war ich zunächst zuständig für Information und Kultur. Dann wurde ich zum Berater der Taliban-Regierung befördert und schließlich deren Außenminister. Mullah Omar war ein treuer Freund. Und er pflegte seine Freundschaften. Sein wahres Gesicht kennen die wenigsten. Der Anführer der Taliban schaffte es, 20 Jahre lang anonym zu bleiben und sich den Kameras zu entziehen. Dennoch kursieren einige wenige Aufnahmen in der weltweiten Presse. Andere in den Fahndungsaufrufen der amerikanischen Regierung. Wir haben diese Fotos. Können Sie uns sagen, welches zutrifft und welches nicht? Das ist nicht Mullah Omar. Das ist Mullah Omar. Ein Junge hat es heimlich aufgenommen. Das ist er nicht. Und das auch nicht. Damals war er weder auf Fotos noch im Fernsehen zu sehen. Die Leute kannten ihn nicht. Da ich immer gut gekleidet war, küssten sie mir die Hand als Zeichen des Respekts. Ich sagte zu ihnen, ich bin nicht Mullah Omar. Er stammte aus Nauadeh in der Nähe von Kandahar. Mit seinem Geburtsort haben wir einen ersten konkreten Hinweis. Wir brechen auf in den Süden Afghanistans, fliegen 600 Kilometer von Kabul nach Kandahar. Die von Alexander dem Großen gegründete Stadt hat nunmehr eine andere Symbolfunktion. Sie gilt als die Wiege des Taliban-Regimes. Hier regierte Mullah Omar von 1996 bis 2001. Wir reisen noch etwas in der Zeit zurück, gegen 1960, als Mohammed Omar Hotaki geboren wurde. Die Straße ist nicht sehr detailliert. Es gibt hier eine Straße und da eine, siehst du? Ja. Ich schlage vor, wir nehmen diese. Wir müssen uns also nach Makwan halten. Ich mache mal ein Foto. Das dürfte gehen. Es liegt nicht weit weg. Vielleicht gibt es eine Straße nach Naudé. Das wäre viel kürzer. Das wäre toll, aber auf der Karte ist keine Straße. Vielleicht ist sie nicht so detailliert, weil alles hier Wüste ist. Es könnte aber trotzdem eine Piste geben. Sie bedeckt alles, genau wie es die Männer erwarten. Ist das nicht eine Burka? Ah, doch. Diese Burkas sind praktisch. Darin können wir Kandahar verlassen, ohne großes Aufsehen zu erregen. Im Blindflug fahren wir nach Naudé, in das Dorf, wo alles begann. Mullah Omar kam herein, eine sehr beeindruckende Erscheinung. Ein großer Mann mit einem gewaltigen Bart, der ihm fast bis an die Augen reichte. Er trug ein Gewand, das wohl typisch für die Region Kandahar ist und ihm gerade mal bis unter die Knie reichte. Seine Beine und Füße waren unbedeckt. Es kam eine Gruppe heraus, unter ihnen auch Mullah Omar. Nichts unterschied ihn von den anderen Taliban. Weder stand er abseits, noch schienen die anderen unterwürfig. Ich weiß nicht mehr genau, ob er vorne oder hinten stand. Es schien wirklich so, als ob er ein erster Untergleichen in einer sehr egalitären Bewegung war. Welches Charisma er auch gehabt haben mochte, beim Reden trat es nicht zutage. Vielleicht reichte bereits seine Anwesenheit. Er sprach kaum von seiner Herkunft, außer dass er aus einer armen Familie stammt. Als ich ihn fragte, ob ich sein Haus oder seine Moschee sehen durfte, sagte er, Herr Yusuf Sai von der BBC will also mein Haus sehen. Wie komme ich zu solch einer Ehre?
Mein Haus ist klein. Meine Moschee aus Lehm erbaut. Okay, also die Moschee ist da hinten. Wir erreichen das Heimatdorf Mula Omars. Ich bin beunruhigt. Die Menschen hier sind sehr arm. An ihrer Stelle würde ich mir sagen, drei Frauen aus dem Westen sind ihr Gewicht in Gold wert. Doch das Dorfoberhaupt empfängt uns bereitwillig. Kannst du ihn fragen, vielleicht etwas scherzhaft, ob an der Legende etwas Wahres ist, dass Mullah Omar in einem dieser Häuser geboren wurde? Das hier ist nicht sein Dorf. Unser Dorf heißt Naude und seins Nauda. Kamen auch die Amerikaner hierher und fragten, hey, wo finden wir den meistgesuchten Terroristen der Welt? Natürlich waren die Amerikaner hier und haben dem weißbärtigen Mann Fragen gestellt. Und natürlich haben wir von dem anderen Dorf erzählt, das Nauda heißt. Ich erlaube mir einen Scherz. Meine Mutter glaubt, Obama wohne in einem Dorf hier ganz in der Nähe. Warum? Weil die Leute dort alle schwarze Haut haben. Willkommen im Labyrinth einer Kultur der mündlichen Überlieferung. In der Provinz Kandahar haben drei Ortschaften den fast gleichen Namen. Also versuchen wir es nun in dem Dorf am entgegengesetzten Ende der Stadt und müssen dazu eine Taliban-Bastion durchqueren. Seit über einem Jahrzehnt betreiben hier Mullah Omars Männer einen blutigen Aufstand gegen die Soldaten aus dem Westen und gegen die afghanische Armee. Hieraus könnte sich was ergeben, Sharif. Das spüre ich. Diese Leute, dieser ruhige Raum. Könnten Sie uns das Haus von Mullah Omars Vater zeigen? Nein, ich weiß nicht, wo sein Haus ist. Aber die Leute sind dann weggegangen, nach Pakistan, nach Kabul. Es hat sie in die großen Städte gezogen. Aber sein Vater ist auf unserem Friedhof begraben. Ach ja? Ja, das erzählt man sich, dass der Vater von Mullah Omar hier begraben ist. Mullah Omar kam mit seinem Kabinett hierher. Sie fuhren mit 5 oder 6 Autos vor und blieben eine Zeit lang. Ich habe mir gedacht, dass sie eine Versammlung abhalten oder eine Sitzung. Ich konnte aber nicht sehen, ob sie an einem bestimmten Grab stehen bleiben und die Hände hochhalten. Kam er oft? Oh ja, jeden Donnerstag. Mit 3 Jahren wurde Mohammed Omar zum Waisenkind. Als wir zum Friedhof gingen, sagte er, in einem dieser Gräber liege sein Vater. Aber er wusste nicht, in welchem, da sie keine Namen tragen. Das erzählte er mehrmals, dass er als Kind das Grab seines Vaters gesucht, aber nicht gefunden habe. Sein Vater sei zu früh gestorben, noch als er Kind war. Er hat ihn sehr geliebt, hatte großen Respekt vor ihm. Er hat ihm sehr gefehlt. Starb er an einer Krankheit oder wurde er ermordet? Über die Todesursache herrscht Unklarheit. Selbst Bette, die Expertin, kann die Fakten nicht nachvollziehen. Der Tod von Mullah Omars Vater bleibt mysteriös. Sofort danach verließ die Familie das Dorf, so als würde sie vor etwas fliehen. Es gab offenbar keinen echten Grund zu gehen. Und dennoch zogen sie sich in eine Gegend zurück, wo sie niemanden kannten.
Gibt es irgendwas Neues zur Sicherheitslage? Beruhigt es sich? Wir werden sehen. Ja. Unser Flug geht um 9. Also fliegen wir. Eigentlich stören uns die langen Fahrten im Auto nicht. Die Selbstmordattentate und Straßensperren der Taliban aber schon. Im Landesinneren nördlich von Kandahar liegt die dünn besiedelte Provinz Uruzgan. Hierhin verschlug es den dreijährigen Omar. Ob er sich in der Gegend versteckt, in der er seine Kindheit und Jugend verbrachte und die er erst mit etwa 20 wieder verließ, womöglich im weit abgelegenen Bezirk Dehrawood? Meinst du, wir finden ihn? Bitte? Meinst du, wir finden ihn? Dort angekommen, erklärt sich nur die Polizei bereit, uns zu beherbergen. Bettes Kontaktmann soll uns dort aufsuchen. Hoffentlich fühlt er sich dadurch nicht beleidigt oder gar bedroht. Hudo sympathisiert womöglich mit den Taliban. Er ist ein Jugendfreund Mullah Omars. Damals sahen wir uns oft. Wir spielten zusammen. Waren sehr gute Freunde. In der Zeit war er sehr kämpferisch. Verstehst du? Er stritt sich mit seiner Mutter, mit seinem Onkel. Selbst mit mir, mit allen. Aber wenn er gut gelaunt war, war er der lustigste von uns allen. Eines Abends brachte er ins Haus seines Onkels Mullah einen Hund mit, eine läufige Hündin. Er sammelte Hunde. Da stürmte sein Onkel wütend heraus und beauftragte mich, einen Stock zu besorgen. Damit wollte er Omar schlagen. Ich fragte ihn, warum. Er antwortete, sein Haus wäre voller Hunde. Verstehst du? Und nun eine läufige Hündin. Dann kam Omar zu mir und sagte, hol keinen Stock, sonst schlägt er mich. Sehen Sie, diese Art von Streichen spielte er, als er klein war. Wäre es möglich, Tangi zu besuchen, wenn wir drei eine Burka tragen? Nein, dort sind nur Taliban. Einen Moment noch. Unser wichtigster Zeuge will sich weder allzu lange bei den Polizisten aufhalten, noch mit Frauen aus dem Westen gesehen werden. Er will uns nicht mitnehmen in sein Dorf. Pech gehabt. Die Taliban, nicht alle, waren eine äußerst seltsame Truppe. Eine Art enger Bruderschaft. Um zu dieser Bruderschaft zu gehören, musste man bestimmte Koranschulen besucht haben. Denn damals gab es in Afghanistan weder Internet noch Fernsehen. Es gab nur Radio, mehr nicht. The Taliban, probably were. Die Taliban wurden dermaßen verteufelt, dass es so gut wie unmöglich war zu argumentieren, man solle sich mit ihnen arrangieren. Sie wurden nicht wirklich als Facette der afghanischen Gesellschaft anerkannt. Dabei waren sie sicher nicht der wichtigste oder angenehmste, aber in jedem Fall ein legitimer Aspekt der afghanischen Geschichte und Kultur. Wir sind immer noch in der Provinz Uruzgan und verfolgen eine neue Spur. Kader Haidari ist ein Stammesoberhaupt, mit dem sich Bette schon früher getroffen hat. Die beiden vertrauen einander. Und er erklärt sich bereit, uns ins Dorf Mullah Omars zu führen. Wo ist der Fahrer hin? Er ist hier. Du hast die falsche Burka an, das ist nicht deine. Stimmt, sie ist zu kurz. Sie ist zu kurz. Ist mir nicht aufgefallen. Wie lustig. Oh mein Gott.
Aufgrund irgendwelcher obskurer Machtkämpfe hat Haidari beschlossen, Widerstand gegen die Taliban zu leisten, was ihm einige Kugeln eingebracht hat. Davor jedoch zählte er zu ihren eifrigsten Unterstützern. Haidari erinnert sich gut an Mullah Omar, einen bodenständigen Jungen. Wurde hier gekämpft während des Dschihads? Überall gab es Kämpfe. War Mullah Omar hier? Dort hinten, ich zeige es euch. In Ordnung. Diesen Weg hat er angelegt. Er muss hier gelebt haben. Als Jugendlicher folgte Omar dem Vorbild seines verstorbenen Vaters und bereitete sich auf eine friedliche Karriere als islamischer Geistlicher vor. Doch 1979 änderte die Geschichte den Lebenslauf des damals etwa 18-Jährigen. L'Union soviétique vient sans doute d'entreprendre l'engagement militaire le plus massif qu'elle ait déployé hors des pays du Pacte de Varsovie depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Réduire au plus vite et par tous les moyens la résistance des rebelles afghans, c'est l'objectif que Moscou semble s'être fixé. Mais c'était sans compter avec la force de l'islam. Dans cette province du pays, les soviétiques rencontrent la plus forte résistance de la part des rebelles musulmans. Er erzählte mir, er sei ein Mujahid und wollte Mohammed Omar Mujahid genannt werden. Mujahid bedeutet heiliger Krieger, also ein Kämpfer im Dschihad. Er sagte, ich bin kein Mullah, denn Mullah ist der Titel eines Religionsgelehrten. Als ich in der Madrasa studierte, war ich ein Talib, ein Schüler. Doch aufgrund der Umstände konnte ich meine Ausbildung nicht beenden. Ich hielt es für wichtiger, für mein Land zu kämpfen. In diesem abgelegenen Dorf in der Provinz Uruzgan machte Omar seine ersten Erfahrungen als Kämpfer. Wie unser Gastgeber Haidari war er gerade erst erwachsen geworden. In Afghanistan altert man schnell. Gewalt gehört immer noch zum Alltag. Nur die Gegner sind jetzt andere. Nach dem Rückzug der US-Soldaten töten sich die Afghanen nun gegenseitig im Kampf um die Macht. Es gibt kein Problem. Ihr braucht keine Angst zu haben. Kommt nur. Echt verrückt. Unser Fahrer wollte mir eine Pistole geben. Nimm sie, das ist besser. Und ich, nein, nein. Kommt, es gibt kein Problem. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wenn die Taliban kommen, verteidigen wir euch mit unserem Leben. Wessen Krieg ist das? Der Taliban. Ich kenne sie nicht. Sie sind von der anderen Seite des Flusses. Erinnern Sie sich an Mullah Omar? Wie war er als Mensch? Ich kann mich genau an ihn erinnern. Wir waren in der gleichen Madrasa. Er war etwa in meinem Alter, ein oder zwei Jahre jünger oder älter als ich. Erinnern Sie sich, wo Sie ihn zum ersten Mal gesehen haben? Damals war ich noch ein Kind. Sie hatten kein festes Zuhause. Sie wechselten ihre Häuser, gingen von einem Ort zum anderen. Sie waren einen Tag hier, einen Tag dort, auch weil sein Onkel Mullah war. Später kamen sie hierher und pachteten ein Grundstück. Verstanden Sie sich gut miteinander? Wir hatten nichts mit ihnen zu tun. Aber wenn wir sie beobachtet haben, kam es uns doch so vor, als wäre ihre Beziehung nicht in Ordnung. In der Öffentlichkeit taten sie so, als hätten sie eine gute Beziehung. Aber wir merkten schnell, dass sie im Grunde einander nicht leiden konnten. Das Haus der Familie Mullah Omars liegt einige hundert Meter weiter, direkt neben der Front.
Ist das dieses Haus? Ja, das ist es. Geht rein. Wie viele Menschen leben hier? Bei uns, wir sind zu fünft. Fünf Personen. Five, okay. Ein Sohn von mir, zwei Töchter, meine Frau und ich. Er hat nur eine Frau. Und das ist mein einziger Sohn. Ist das das Haus von Mullah Omar? Ich weiß es auch nicht. Wir haben damals noch nicht hier gewohnt. Mullah Omar kam hierher, nachdem sein Onkel dieses Grundstück gepachtet hatte. Er hat geholfen, dieses Haus zu bauen, und dann ging er allein nach Kandahar. Seine Familie lebte tatsächlich hier. Doch Omar selbst zog offenbar als 12-Jähriger aus. Er kam hierher, zog aber sofort weiter, um die Matrassa zu besuchen. Hatte er Streit mit seinem Vater? Als sein Vater starb, hat seine Mutter seinen Onkel geheiratet. Darüber war er sehr unglücklich. Ach, ich verstehe. Er war nicht glücklich über die Eheschließung seiner Mutter mit seinem Onkel. Mit seinem Onkel, ja. Damit eine Witwe nicht alleine bleibt, verheiratet man sie mit dem Bruder des Verstorbenen, nach altem afghanischen Brauch. Ich verstehe nun besser, warum Mullah Omar diesen Brauch verbot, als er an der Macht war. Als Heranwachsender wurde er zum schwarzen Schaf der Familie. So wundert es nicht, dass er in seinen Kameraden aus der Madrasa, mit denen er gegen die Russen kämpfte, eine zweite Familie sah. In diesem Raum schlief er. Hier waren wir oft zusammen, in diesem oder im Raum nebenan. Was genau habt ihr hier gemacht? Wir hatten hier Ruhe. Es war der Stützpunkt der Mudschahidin. Hier lagerten wir Waffen. Es war ja die Zeit des Dschihads gegen die Sowjets. Wir verbrachten viel Zeit miteinander. Er kam und ging. Wir aßen auch zusammen. Es war eine schöne Zeit. Er kam nicht nur einmal, sondern immer wieder, 10 Jahre lang. Ich hatte Vertrauen zu ihm. Wir verstanden uns gut. Er war sehr stark, kämpfte gut und konnte gut werfen. Wollen Sie sehen, wie? Er hat auf Dosen geworfen. Das könnte er uns zeigen. Diese Dosen sind solche, wie die Kinder sie haben. Auf solche Dosen warf Mullah Omar mit Steinen. Auf solche Dosen warf er. So warf Mullah Omar. Auf solche Dosen hat Mullah Omar geworfen. Ja. Wir haben auch andere Spiele gespielt. Gebt mal eure Murmeln. Man spielt zu zweit. Einer steht hier, der andere dort. Keiner bewegt sich. Ich schieße von hier. Es ist interessant und macht viel Spaß. Das Hinknien fällt mir schwer wegen meiner Verletzung. Schauen Sie, wir spielen es so. Ich schieße die Murmel so nah wie möglich zu der anderen. Dann spielt der Gegner. Jetzt schieße ich die Murmel zum zweiten Mal.
Gut, es ist zu Ende. Ich habe alle Murmeln gewonnen. So hat Omar gespielt. Gehen wir, mein Sohn. Kommt, trinken wir einen Tee. Krieger, die wie Kinder spielen. Obwohl ich bereits 6 Jahre in Afghanistan gelebt habe, bringt mich solch eine Naivität immer noch aus der Fassung. Ungeliebt und auf der Suche nach einer Vaterfigur wollte sich Omar im Kampf gegen die Sowjets auszeichnen. Als 20-Jähriger verließ er die verschlafene Provinz Uruzgan mit seinem Kommandanten und einer Handvoll Freunde, allesamt Koranschüler. Mullah Omar kehrte nach Kandahar zurück. Und wir tun das auch. In den 80ern wurde die Provinz von heftigen Kämpfen erschüttert. Hier bewährte sich Omar, wie Bette von einem Augenzeugen erfährt. Dr. Baluch war damals der Arzt der kämpfenden Koranschüler. Können wir offen fragen? Ja. Okay, wann hat er ihn kennengelernt? Er hatte eine Kugel in der Brust. Er war im Dorf Sangisar angeschossen worden. In dieser Nacht musste ich zu ihm gehen, um die Kugel zu entfernen. Während des Krieges kannte ich ihn gut. Ich habe mit eigenen Augen sehen können, wie er einen Panzer angriff. Ich habe auch gesehen, als er an einem Auge verwundet wurde, während des Krieges in einer Schlacht. Ich sah, wie die Kugel sein Auge traf. Er packte es, riss es heraus und warf es auf die Erde. Lächelte er ab und zu? Oder scherzte er? Ich sah ihn nur einmal lachen, als er ein MiG-Flugzeug abgeschossen hatte, um den Tod zweier Freunde zu rächen. Also auf nach Sangisar. Doch allzu lange sollten wir uns dort nicht aufhalten. Denn die Bewohner unterstützen allesamt die Taliban, wie man uns wissen lässt. Sangisar, vor den Toren Kandahars, ist der mythische Ort, wo Mullah Omar seine Bewegung ins Leben rief. Hier ließ er sich nieder, als er gegen die Sowjets kämpfte. Hier ist seine Moschee. Er war hier meistens mit seinen Freunden und einem anderen Mullah, sogar während des Krieges. Was machte er denn? Wie lebte er? Vor dem Gebet führte er die Waschung durch. Dann saß er in diesem Raum. Hier? Wirklich? Hier hielt er seine Vorträge. Dabei saß er zwischen seinen Freunden und Schülern. Damals war Dschihad. Wenn er nicht im Krieg war, sondern hier, betete er für uns, denn er war unser Imam. Komm, Hashem! An einem Tag wurden wir 75 Mal bombardiert. Wenn ihr glaubt, ich lüge, soll Gott mich bestrafen. Durch die Bomben sind die Fenster und die Tür der Moschee explodiert. Überall war so viel Staub, dass ich meine Hand nicht sehen konnte. Die Straßen waren mit Schutt bedeckt. Und wenn sich die Lage entspannte? Dann trommelten sie ganz laut auf Töpfen. Hier war der Unterschlupf der Taliban. Jeden Donnerstagabend trafen sich 20 bis 25 Freunde mit den Taliban des Dorfes und dem Mullah und verbrachten den Abend hier. Am Morgen fuhren sie wieder fort. Soll ich singen? Komm, sag ein Gedicht auf. Oder möchtest du singen? Ich schaue auch nicht hin. Mullah Omar hatte Musik nie ganz verboten. Seit dem Dschihad haben die Taliban das Recht, Allah und den Krieg mit Gesang zu preisen. Ja,
Aujourd'hui, c'est Mikhail Gorbatchev à Moscou qui déclare tout à fait officiellement le retrait des troupes soviétiques. Malgré tout, les soviétiques ont tenu leurs engagements. Ils auront retiré près de 57 000 hommes. Ça n'a pas traîné. Les soviétiques viennent de tourner le dos. Une guerre fratricide s'esquisse. Démoralisation, intimidation, cruel hors d'œuvre à la phase finale d'une guerre vieille de 10 ans. 1990 hatten die Mudschahedin gesiegt und zerfleischten sich nun im Kampf um die Macht. Es kam zum Bürgerkrieg. Mullah Omar, der die Waffen niedergelegt und sein Studium wieder aufgenommen hatte, schaute ohnmächtig zu, wie die Warlords das Land plünderten. Einmal habe ich eine Szene gefilmt, bei der drei Busse gleichzeitig von drei unterschiedlichen Gruppen ausgeraubt wurden. In einer einzigen Einstellung. So war das Leben in Afghanistan. Für die Bürger war Reisen ein Albtraum. Denn nach dem Krieg blieben viele Waffen zurück. Und viele ehemalige Dschihad-Kämpfer hatten sich mangels Alternativen auf Raub und Banditentum verlegt. Kandahar war ein Trümmerfeld, das von Plünderern heimgesucht wurde. Witwen, die damals Opfer der Ausschreitungen der Warlords wurden, öffnen uns ihre Tür und erinnern sich verbittert an diese furchtbare Zeit. Diese Barbarei werden wir nie vergessen. Einen solchen Horror kann man nicht vergessen. Eines Tages trug eine Frau Eier auf den Markt. Die wollte sie verkaufen. Als das einige Männer sahen, taten sie so, als wollten sie der Frau helfen. Die Frau war alt. Sie hätte ihre Mutter oder Großmutter sein können. Diese Männer waren Banditen. Sie entführten die Frau in die Berge und missbrauchten sie. Sie haben die Schulen in Brand gesetzt. Männer durften in der Stadt nicht ihr Gemüse verkaufen. Mädchen wie Jungen durften ihre Häuser nicht verlassen. Sie haben uns eingesperrt wie Gefangene. Wie Tiere haben sie uns behandelt. Aus meinem Haus haben diese Leute alles geplündert. Wegen diesen Bastarden habe ich meine Tochter nach Kandahar verheiratet. Nur damit sie weg von hier ist. Jetzt kann ich meine Tochter nicht mehr sehen. Sittenwidrigkeit begann zu blühen. Die Kommandeure hielten sich kleine Jungs. In manchen Fällen heirateten sie diese Jungs sogar. Sie töteten Hunderttausende von Menschen und verbreiteten nur Schrecken. Möchten Sie, dass ich Ihnen darüber noch mehr erzähle? Zum Beispiel haben sie den Menschen die Köpfe abgeschnitten und diese dann wieder an die noch warmen und zitternden Körper angenäht. Das nannten sie Totentanz und amüsierten sich darüber. Gerüchten zufolge war Mullah Omar selbst für die Revolution verantwortlich, weil er einen Wandel wollte. Später hieß es, er hätte sie in einem Traum gesehen. Tatsächlich aber lief es anders ab. Die Bewegung begann mit einem Drogenbaron. Er sagte, ich biete euch meine Miliz, all meine Wagen, alle meine Waffen und alles, was ihr braucht. Der Drogenbaron war so schlau, die örtlichen Stammesführer zu unterstützen. Deshalb mischte sich Mullah Omar ein. Aber das war ein riskantes Unterfangen. Im Herbst 1994 nahmen Omar und seine heiligen Krieger Kandahar ein.
Von der ausgebluteten Bevölkerung wurden sie als Retter empfangen. Ihr Erfolg überstieg jegliche Erwartungen. In wenigen Wochen eroberten die Taliban den Süden Afghanistans. Nach 3 Monaten kontrollierten sie ein Drittel des Landes. Und nach 6 Monaten standen sie vor Kabul. Die Menschen Kandahars betrachteten Mullah Omar als neuen König. Damit stand ihm ein höchstes Privileg zu. Er durfte den Mantel sehen, den, so heißt es, der Prophet getragen hatte. Ich bin der 7. Wächter der heiligen Stätte. Mein Sohn wird der 8. sein. König Ahmad Shababa hatte einem Urahn von mir die Truhe mit dem Mantel anvertraut, weil dieser die Truhe ohne Schlüssel öffnen konnte. Diese Aufgabe haben wir von ihm geerbt. Sehen Sie die Tür dort? Dahinter steht eine Truhe. In dieser sind 2 kleinere Truhen. In der letzten liegt der Mantel des Propheten. Sie können ihn nicht sehen. Keiner darf das. Nur der König darf dem Volk diesen Mantel zeigen. Am 4. April 1996 öffnete er den Schrein für Mullah Omar und überreichte ihm das heilige und wundertätige Gewand. Der Mantel hat keine bestimmte Farbe. Sehen mehrere ihn, behauptet der eine, er sei rot, der zweite blau und der dritte, er sei schwarz. Jeder sieht ihn anders, keiner je in seiner wahren Farbe. Erst zum 2. Mal im 20. Jahrhundert erblickte der Mantel das Tageslicht. Mullah Omar präsentierte ihn, um seine Macht zu legitimieren. Der Augenblick wurde von einer Kamera festgehalten. Die einzige Filmaufnahme des obersten Taliban. Das ist, als ob du in einer fußballverrückten Stadt den WM-Pokal herumzeigst. Alle gehen dahin. Als er den Mantel herausholte, war das ähnlich. Als würde deine Mannschaft gerade ein Tor schießen. Alle waren auf das Geschehen fixiert. Das ermöglichte mir, Mullah Omar heimlich zu filmen, denn alle konzentrierten sich nur auf ihn und den Mantel. Als ich den Mantel aus der Truhe holte, bat ich Mullah Omar, ihn anzuziehen und darin zu beten. Wir beten Richtung Mekka. Aber er war so bewegt, dass er dabei Richtung Osten stehen blieb. Da hätte ich zu ihm sagen müssen, drehen Sie sich um. Mullah Omar wurde zum Emir der Gläubigen, zum letzten Kalifen Afghanistans. In Afghanistan steigt die Anzahl der Ehefrauen mit dem sozialen Status. Für Mullah Omar war die Zeit gekommen, sich eine zweite Frau zuzulegen. Man flüstert sich zu, er habe dazu Guljana auserkoren, eine ehemalige Schülerin aus Sangisar. Ahmad ist mit ihr verwandt. Nach dem Dschihad hatte er nur einen Sohn, eine Frau und den Sohn Jakub. Dann nahm er sich eine zweite Frau. War seine zweite Frau nicht von hier? Doch, von hier. Ist sie aus Ihrer Familie? Sie ist meine Cousine, aber wir sind Feinde. Guljana konnte nicht mal das Alphabet, als er sich in sie verliebt hat. Sie war damals noch sehr jung. Es war eine gute Nachricht, als sie dann heirateten. Mullah Omar wohnte hier und ihr Haus war dort. Faszinierend. Mullah Omar als zärtlicher und geduldiger Liebhaber. Man könnte gerührt sein. Wäre sein Regime nicht zum Symbol für die Unterdrückung der Frauen geworden? Ahmad möchte sich in Sangisar nicht zu lange in Gesellschaft von Westlern sehen lassen, aus Angst, als Spion verdächtigt zu werden. Er trifft uns am nächsten Tag in Kandahar.
Es ist so. Mein Cousin heiratete die Tochter von Mullah Omar, von Gujana. Ich habe für meinen Cousin bei ihrer Familie um die Hand der Tochter angehalten. Ein Jahr lang wurde über die Heirat verhandelt. Dann überbrachte ich die Heiratsnachricht. Sie haben noch einen Sohn namens Khalil. Lebt er noch bei seiner Mutter? Nein, alle seine Söhne besuchten eine gute Madrasa. Sie kamen nicht nach Hause. Spielen auch nicht abends? Nein. Und wo? In Keta. In Keta. Wo, glauben Sie, hält sich Mullah Omar auf? Hören Sie, sein Sohn ist 14 oder 15 Jahre alt. Wenn er im Fernsehen oder im Internet Männer im Alter seines Vaters sieht, wird er wohl seinen Onkel nach seinem Vater fragen. Selbst er fragt, was ist passiert und wo ist mein Vater? Vielleicht könnten wir uns die Madrasse anschauen, in der Mullah Omars Sohn studiert, um das zu überprüfen. Wäre eine Reise wert. Einen besseren Grund, nach Keta zu fahren, kann es nicht geben. Ab 1994 kamen afghanische Taliban, die ins benachbarte Pakistan geflohen waren, vor allem nach Keta, ihren Waffenbrüdern zu Hilfe. 4 Jahre später waren 90% von Afghanistan befriedet. In der Überzeugung, richtig zu handeln, überließ es Mullah Omar den Korangelehrten, die Ordnung wiederherzustellen. Keine Kriminalität mehr, kein Opium mehr. Der Frieden war zurückgekehrt. Doch zu welchem Preis? Kerkerstrafen, Amputationen, Todesurteile, Verbot von Glücksspiel, Musik und westlicher Mode. In Afghanistan herrschten plötzlich Traditionen aus grauer Vorzeit. Ich wurde dem engen Kreis um Mullah Omar vorgestellt. Weil ich Afghanin bin, wurde mir erlaubt, meine Arbeit fortzusetzen. Ich habe in verschiedenen Bezirken gearbeitet. Unentgeltlich. Nur weil ich Frauen helfen wollte. Es war ein gutes Gefühl, mit anderen Frauen zusammenzuarbeiten und zudem kranken Frauen zu helfen. Aber wir durften weder mit Männern sprechen noch mit ihnen zusammenarbeiten. Das war das Problem. Nicht die Taliban haben die Frauen in diesem Land unterdrückt. Das ist eine Fehlannahme, denn die waren schon vor den Taliban unterdrückt. Auch heute noch findet man nur wenige Frauen, die tun können, was sie tun mögen. Das liegt an der hiesigen Kultur, in der auch die Taliban lebten. Die Unterdrückung der Frauen in Afghanistan ist nicht religiös, sondern kulturell bedingt. Das war eine komplexe Geschichte, in der man ständig Wahrheit und Lügen auseinanderhalten musste. Es gibt zum Beispiel das Gerücht, die Taliban hätten Frauen mit lackierten Fingernägeln die Finger abgeschnitten. Das stimmt nicht. Als ich darüber berichtete, beschuldigte man mich, mit den Taliban zu sympathisieren. Die Taliban hatten gute und schlechte Seiten. Sie behaupteten nie, es sei unislamisch, wenn Mädchen etwas lernen, sondern es sei für sie nicht sicher. Viele Mädchen in Kabul gingen zur Schule. Sie wurden zu Hause unterrichtet oder in geheimen Schulen und die Taliban drückten ein Auge zu. Wir wollten ein Pilotprojekt angehen und 40 Schulen für Jungen und 40 für Mädchen eröffnen, weil die Taliban darauf bestanden. Warum auch nicht? Das gibt es woanders auf der Welt auch. Das Programm war so gut wie in trockenen Tüchern, als UN-Vertreter, ich nenne jetzt keinen Namen, forderten, alle Schulen Afghanistans sollten Mädchen offen stehen, sonst würde nichts aus dem Programm. Die Taliban waren wütend und warfen uns vor, man könnte uns nicht trauen. Sie hatten recht, wir brachen unser Versprechen. Der oberste Taliban mischte sich in diesen Bildungsstreit nicht ein.
Er war nicht in Kabul, sondern regierte von Kandahar aus. Vom Haus des Provinzgouverneurs. Das Haus steht noch, hat allerdings neue Bewohner. Was taten die Taliban in diesem Gebäude? Dasselbe wie wir. Sie arbeiteten hier und schliefen auch hier. Das Gebäude diente ihnen als Wohnung und Arbeitsplatz. Sie lebten hier, haben aber nichts renoviert. Der oberste Taliban kümmerte sich nur um den Frieden, also um den Krieg. Er widmete sich ganz seinen Soldaten, die im Norden gegen die Truppen seines Erzfeinds Kommandant Massoud kämpften. Die wachsende Rivalität zwischen den ländlichen Konservativen, die er repräsentiert, und den Städtern fiel ihm nicht auf. Ebenso wenig die wachsenden Ressentiments des Westens gegen sein als rückständig geltendes Regime, mit dem immer weniger Länder etwas zu tun haben wollten. Vor allem, weil sich mit Osama bin Laden ein Feind der USA in Afghanistan versteckt hielt. Jamal Ismail gehört zu den wenigen Journalisten, die sich damals im Auge des Sturms aufhielten. Wann haben Sie Osama bin Laden interviewt? Osama? Vor einer Woche. Nein, dieses Foto wurde 1998 während meines Interviews gemacht. Mullah Omar kannte Osama nicht persönlich. Er hatte wohl von ihm gehört, von seiner Teilnahme am Dschihad, seinem Kampf im Osten des Landes und seiner finanziellen Unterstützung der afghanischen Mujahideen. Nun aber kam Osama unter seine Kontrolle, lebte in seinem Gebiet und somit war Mullah Omar verantwortlich für dessen Sicherheit. Im Mai 1998 wurde Jamal zu einer Pressekonferenz eingeladen. In seinem Versteck in den afghanischen Bergen erklärte Osama bin Laden Amerika den Krieg. Mullah Omar schäumte vor Wut. Hin und her gerissen zwischen dem wichtigen afghanischen Brauch der Gastfreundschaft und dem Gefühl, verraten worden zu sein. Er sagte zu mir, wie kann er es wagen, von meinem Land aus Amerika oder Israel den Dschihad zu erklären? Wie kann er meine Gastfreundschaft so missbrauchen? Ich rufe ihn an. Das kann er nicht machen. Er hätte mich erst fragen müssen. Er war sehr wütend. Die Agenda von Osama bin Laden und die der Araber war eine internationale Agenda und keine nationale. Sie wollten, dass alle islamischen Länder zu einer Einheit werden. Ihre Agenda hatte nichts mit der der Taliban zu tun. Die Ziele der Taliban bezogen sich nur auf die nationale Ebene. Es ging nur darum, die Probleme Afghanistans zu lösen. Ich bin immer noch überzeugt davon, dass die Taliban nichts vom Angriffsplan Bin Ladens oder der Al-Qaida auf die USA wussten. Der 11. September 2001 läutete den Sturz des Mullahs ein. Zwei Monate später nahmen US-Bomber Afghanistan unter Beschuss. Bin Laden brach seine Zelte ab, die Taliban kapitulierten und Omar verschwand. Wie oder wohin, wissen wir nicht. Wo steckt Mullah Omar? Das ist die Millionenfrage. Ich bin mir so gut wie sicher, dass er in Pakistan lebt. Vor einigen Jahren kamen Gerüchte auf, er sei nach Karachi gezogen. Wir sollten nicht vergessen, dass 2010 Mullah Baradar, damals die Nummer 2 der Bewegung, in der Nähe von Karachi festgenommen wurde. Karachi ist eine Metropole mit 20 Millionen Einwohnern. Ein lautes, stickiges Labyrinth. Genau der richtige Ort, um unterzutauchen. In den Straßen und Gassen wimmelt es von Händlern, Armen und Dschihadisten jeglicher Couleur. Der pakistanische Journalist Aziz führt uns in den Stadtteil, in dem die afghanischen Flüchtlinge leben. Hier irgendwo war Mullah Omars Stellvertreter und bester Freund festgenommen worden. Baldia liegt auf dieser Seite.
Dort ist es gefährlich für uns und für Ausländer. Diese Gebiete gehören den Taliban. Hier gibt es pakistanische und afghanische Taliban. Hier hat auch Mullah Omar gelebt im Jahr 2010. Woher weißt du das? Aus unseren Quellen. Verlässlichen Quellen zufolge war Mullah Omar, als er in Quetta lebte. Der Fahrer sagt, wir müssen vorsichtig sein. Den Quellen zufolge war er damals auch einige Zeit hier. In welcher Straße? Das weiß ich nicht. Das ist ein sehr großes Gebiet. Meinst du, er ist noch hier? Ich glaube nicht, dass er noch in Karachi ist. Die pakistanischen Behörden streiten es ab. Andererseits haben die auch behauptet, Osama bin Laden sei nicht hier, obwohl man ihn in Pakistan fand. Ebenso gut könnte ich eine Nadel im Heuhaufen suchen. Was erwarte ich überhaupt? Mullah Omar zufällig im Teehaus über den Weg zu laufen? Der Besuch in Karachi bringt uns nicht weiter. Ganz im Gegenteil. Wir wollten auch nach Quetta, wo Guljana, Mullah Omars zweite Frau, mit ihren Kindern leben soll. Doch niemand will uns dorthin begleiten. Zu heikel. Ich heiße Nasi Legari und bin Chefredakteur von Jang, der größten pakistanischen Zeitung. 1995 hatte Nasir Mullah Omar interviewt. Vielleicht kann er uns neue Hinweise geben. Manche sagen, er sei in Pakistan. Das glaube ich nicht. Wirklich nicht. Warum nicht? Weil jeder weiß, dass in Pakistan der CIA tätig ist, offen oder im Geheimen. Ebenso der pakistanische Geheimdienst. Wer könnte da seinen Aufenthaltsort geheim halten? Das ist das große Geheimnis. Absolut. Das größte Geheimnis der Welt. Wo ist Mullah Omar? Wie geht es ihm? Was isst oder trinkt er? Wo sitzt und schläft er? Das alles ist ein Geheimnis, wie wir alle wissen. Eines, an dem sich alle Geheimdienste der Welt die Zähne ausgebissen haben. Mullah Omar bleibt unauffindbar. Die afghanischen Taliban sprechen noch in seinem Namen, aber er verkriecht sich. Ob in Afghanistan oder Pakistan, erfahren wir nicht. Und langsam werden wir unserer endlosen Suche müde. Doch dann bekommen wir einen Anruf aus Kandahar. Ein Afghane flüstert fast: Ich habe sein Haus gefunden. Kommt. Angeblich wohnt Mullah Omar 2 Wegstunden von Kandahar entfernt auf dem Land. Das ist Gul Agas Haus. Der oberste Taliban soll sich hier unter dem Namen Gul Aga verstecken. Er sagt, Gul Aga weigert sich strikt, Journalisten zu empfangen und verbittet sich Kameras. Können wir wenigstens... Wir sagten ihm bereits, dass niemand Aufnahmen macht, aber Gul Aga weigert sich. Ich erbat seine Nummer, aber er gab mir eine falsche. Versteckt sich hier wirklich Mullah Omar? Wer? Versteckt sich Mullah Omar hier? Nein. Und wenn ich mein Gesicht zeige, wir haben nichts zu verlieren. Es ist ein Versuch wert. Noch ein Schlag ins Wasser. Das ist nicht Mullah Omar.
Ich erkenne Gulaga von einem Foto wieder, das seit gut einem Jahrzehnt im Internet kursiert. Es ist sein Doppelgänger. Sind Sie das? Ich zeige es ihm. Ist das ein Foto von Ihnen? Ja. Wie das? Frag ihn bitte. Ein Mann kam hierher und sagte, dass er ein Foto von mir hinter dem Haus machen möchte. Sehen Sie, da hängt es. Das war in der Zeit des Dschihads, als ich noch jung war. Er wollte mich fotografieren. Ich fragte ihn, warum. Er meinte, er bräuchte mein Foto für eine amerikanische Zeitung, weil ich ein alter Mudschahid wäre. Ich bin rausgegangen und habe meinen Turban aufgesetzt. Ich stand hier. Ich weiß es noch genau. Hier stand ich. Und er dort. So hat er mich aufgenommen. Gulaga ist sichtlich geschmeichelt, sein Erlebnis erzählen zu dürfen. Aber ich höre ihm nicht mehr zu. Stattdessen stelle ich mir vor, dass Mulla Omar vor uns Gestalt annimmt. Er hat nichts mit der Bestie aus den modernen Märchen der Medien zu tun, sondern ist ein Afghane unter vielen und wie diese ein Gefangener der von Kriegen und Traditionen geprägten Jahrhunderte. Der letzte Kalif von Afghanistan zieht es vor, im Schatten zu bleiben. Wir konnten ihn nicht finden, obwohl er weiterhin unangefochtener Anführer der Taliban bleibt und somit der Einzige, der sie dazu bewegen könnte, ihre Waffen niederzulegen. Ob er es will oder nicht, Mulla Omar ist untrennbar mit der Zukunft des Landes verbunden. Eines Tages wird er reden müssen. Bette, Leslie und ich sind noch lange nicht fertig mit Afghanistan. Musik.